Codierung überlastet, erwägen Sie, Ihre Videoeinstellung zu verringern. Wie auch immer, wir sind zurück. Mit dem nächsten Teil von unserer Hearthstone-Episode, hätte ich fast gesagt, Hearthstone-Serie. Nennen wir es mal so. Und zwar sind wir gerade am Deck basteln. Wir haben ja gerade unsere Packs geöffnet. 12 Packs habe ich mir jetzt noch gegönnt, die machen wir noch schnell auf. Wir suchen zwei bestimmte Karten, nämlich einmal Magnetic Bomb. Spider Bomb, sorry. Und einmal Necromechanic suchen wir, ja, die beiden. Eureka. Summon a copy of a random minion from your hand. Ah, oh, schon wieder so eine Schamanenkarte. Epic, aber es ist leider ein Crystallizer. Ein Legendary. Subject 9. All classes. A beast. Draw 5 different secrets from your deck. Wir freuen uns mal. Jetzt brauchst du nur ein Deck. Was sagst du? Jetzt brauchst du lediglich ein Deck mit Secrets. Noch ein Epic. Alter, jetzt haben wir aber das Glück gepachtet. Das ist der 7. in, weiß nicht, 60 Packs oder sowas. Zarek Master Cloner. Noch ein Cloner und wieder ein Priest. If you've cast any spells on this minion, resummon it. Geil. Das ist ja geil. Also ich muss unbedingt ein Priester-Deck bauen. Golden Common. Golden Common, Eureka. Leider waren nicht die Karten dabei, die wir gebraucht haben. Sie jetzt etwa? Schade drum, ey. Die gute Spider-Bomb. So, und dann brauchen wir noch einmal Necromechanic. So. Copy. Die einzige, die uns fehlt, die ich aber nicht craften will, ist Spirit Singer Umbra. Weil die ist aus Ungoro. Und die fällt ja dann als nächstes raus, als Expansion. Ich habe die einfach noch nicht so häufig gesehen, dass ich sagen muss, das ist so eine Must-Have-Karte. Mhm. Und so viel Staub habe ich jetzt auch nicht. Gucken, ob es eine Alternative gibt.
Ja, wir nehmen einfach einen Deathstalker rein. So, ich habe mein Deck fertig. Wie sieht's bei dir aus? Ich auch. Dann geht's los. Bin gespannt, ey. Ich weiß ja gerade noch nicht mal richtig, welche Karten da drin sind. So, mal gucken, wie gut. Thomas. Let the hunt begin. Thomas Megakarte ist. Ja, wenn das die beliebteste Karte ist. Ja, das heißt ja noch nichts. Ich bin auch gespannt, wie das mit dem Max hier läuft, ehrlich gesagt. Ich weiß echt nicht, was ich ausspielen soll. Mal gucken, ob das funktioniert. Also, ich habe jetzt einen Mac. Und jetzt möchte ich... Ist der hier so... Ach, guck mal, dann fallen... Ist ja witzig. Ach, cool. Jetzt kommt's. Er hat also auch die Lebenspunkte übernommen. Mhm, also die verschmelzen. Ja. Cooler Effekt im Übrigen. Man muss ganz umdenken, das ist total verrückt. Engaging TC-130 Mental Dislocator. Dein Ernst, Dome? Ooh, I wonder what this does. Acquiring victim. Das ist schon cool mit dem Max, muss ich mal ganz ehrlich sagen.
Was denn? Kenn ich gar nicht. Choose a friend in the middle. Ah doch, den hast du schon mal ausgespielt. Genau. Ja, das hasse ich. Das war wohl für mich. Irgendwie ist das mit den Bomben uncool. Ja, also ich meine, die können ja nicht angreifen, die können ja nur explodieren. Genau. Hey. Du müsstest quasi darauf warten, dass ich, ja, das Feld. Würde ich einiges abkriegen. Jetzt bin ich traurig, dass ich dafür was gecraftet habe. Aber ich wollte ja auch einen Paladin eigentlich spielen, ne? Vielleicht muss ich mir hier einen Paladin bauen. Oh, das klingt so cool, ey. Ich glaube. Oh. Kurz den Paladin bauen. Engaged.
Ich werde es wahrscheinlich bereuen, aber ich glaube, den crafte ich mir jetzt hier. Welchen Plan sollst du craften? Kangor's Endless Army. Mhm. Resurrect 3 friendly mechs, they keep any magnetic upgrades. Ah, so früh etwas zu craften ist eigentlich dumm. Wo hast du die Seite gesehen mit dem Most Popular Legendaries? Moment. Ich schicke es dir. Witzig, Electra Storm Surge, den ich bekommen habe, ist zweitbeliebteste Karte demnach. Genau. Es gibt noch Floops Glorious Gloop. Mhm. Das scheinen die beiden Druidenkarten zu sein. Ah, ich habe aber so Bock auf ein Paladin-Deck, ey. Aber Lunas Pocket Galaxy wollte ich eigentlich ursprünglich haben. Auch noch eine Mage-Karte. Aber Kangor's Endless Army ist einfach zu cool. Ich muss ihn haben. Ich muss ihn haben. Da ist er. Jetzt bin ich mega pleite. Ich brauche noch einen Ersatz für diesen Kangor.
Probieren wir das hier mal. Oh. Malfurion. I must protect the wild. I will fight with honor. Das neue Labor ist ja auch cool. Du hast du bei dir auch, ne? Ja. Ich hasse ihn so hart. Es war so teuer, aber es war es einfach wert. Schon ganz cool, oder? Ja, du bleibst mir fast ganz am Anfang. Oh. Ja, bevor du den mit dem anderen noch absorbierst. Genau, deswegen. Ich hasse sie. Das ist cool. Das ist wirklich cool. How long can this go on? How long can this go on? Of the frozen wastes.
Ach, man kann aber immer nur einen Mac miteinander verbinden, offensichtlich. Okay. Achso, Quatsch. Das finde ich auch ganz gut. Nee, nee, ist Quatsch. Das ist ja kein Magnetic, deswegen geht's nicht. Achso. For justice! What is my purpose? For justice! My power will grow stronger yet! I comply! Reporting for truth done! Ich glaube, es gibt einfach nicht genug Macs in diesem Deck. Es kann nie genug Macs geben, glaube ich. Let the pain speak to me. Justice! How long can this go on? How long reporting for justice done? Ah, du hast gewonnen. Scheiße.
Oh. Ich gebe dir morgen dann die Revanche. Alles klar. Gut, dann sage ich erstmal vielen Dank an Dome. Und wir beenden auch diese Episode. Und ihr habt ihn ja gerade gehört, wir setzen ihn fort mit einer Revanche gegen Dome und seinem hässlichen Hadronox-Deck. Wir werden uns genau, einen. Dass ich eigentlich nur um diesen grünen Glibber erweitert habe, aber mal gucken. Ja, der wurde funktioniert. Schön vernichtet. Ich werde mir was ausdenken, damit ich Hadronox fertig mache. Also, in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.